Hey, willkommen zurück zu Lust for Darkness, ihr super knuffigen Gummibärchen. Weiß ich. Seid ihr schon ganz wuschig, wie es weitergeht? Ja, ich hoffe doch, weil hier geht's ganz schön ab. Also jetzt nicht unbedingt das, worauf ich stehen würde und vielleicht ihr auch nicht, aber jedem das seine. Ja, schön, dass ihr wieder da seid und danke übrigens, falls ihr letztes Mal geliked und kommentiert habt schon und das vielleicht auch dieses Mal tun möchtet. Ist echt dufte von euch. So, ich habe nämlich schon mal ein bisschen geguckt auf Cam, weil... Ja, ich habe mir die ganzen Fickasse hier nochmal angesehen. Ja, es ist teilweise echt ein bisschen explizit, also darf ich nicht zeigen. Tut mir leid. Nicht, dass ich Ärger dafür kriege. So, und die können wir dann schön in diese wollüsternen Münder hier schieben. Geil. Ja, herrlich. Dauert das noch lang? Okay. Was ist so widerlich hier? Ich finde es gar nicht geil, also... Nein, nein, nein! Was? Ich bin tot? Was? Death of your own account. Bitte was? Bitte was? Ich bin einen Meter vom Ausgang verreckt. Cool. Ja. Dankeschön, dankeschön. Olle Zippe. Ich höre sie die ganze Zeit schnaufen, Leute. Ich renne jetzt mal. Ich weiß nicht, ob es die Maske war. Was ist das jetzt schon wieder? Was? Oh, ich habe schon, ich bin nicht rausgekommen. Auf was die nicht alles stehen, Mensch. Ekelhaft. Also ich meine, diese Truller da mit den Hörnern und dem Dolch, also... Warum immer mit Schmerzen? Ich verstehe nicht, was an Schmerzen so reizvoll sein soll. Ich finde Schmerzen jetzt nicht so geil, ehrlich gesagt. Oh, guck mal, der Ziegen... Figaro ist wieder da. Ach, warte mal, ich habe den Schlüssel, ja? Mann, ich teste der Typ mir jetzt... Ach, warte mal, ich brauche den Schlüssel gar nicht mehr. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht in dieser Welt? Ich habe die Maske geholt, ja? Also irgendwie ist jetzt auch schon ein paar Tage her, muss ich zugeben, aber ich habe keinen blassen Schimmer. Oh, in den Keller? Ja, bitte. Ich weiß echt die ganze Zeit nicht, wo ich bin, weil das Haus ist so riesig groß, verdammt. Es ist so riesig groß. Ja, und es tut mir leid, ich habe nicht am Rad gedreht, als die Frau darauf saß und sich mit dem Zungenrad vergnügt hat, dem französischen Modell, ihr wisst schon. Sorry. Ich war ein bisschen überwältigt von diesem Anblick. Bin der Amanda. Ach. Hat sich das seit dem Anfang des Spiels mal geändert? Ich glaube nicht. Warum sagt ihr mir das? Muss man ein bisschen lauter machen. Irgendwie kommt es mir gerade vor wie in Amnesia. Amnesia. Bianchi Winery. Bianchi. Also du kannst sagen, was du willst, aber das Spiel hat echt scheiß Performance. Liegt nicht an mir, glaube ich. Also ich habe es jetzt auf verschiedenen Einstellungen versucht und auch anderswo schon gesehen. Oh mein Gott, ja. Es ist immer noch sehr, sehr gut. So hätte ich mir Agony gewünscht, habe ich ja schon mal gesagt. Da habt ihr mir beigepflichtet. Aha. Tagebuch von Willard Yelverton, 3. März 2017. Es ist unglaublich, dass ich erst jetzt die Briefe von Großmutter Harriet und ihres Liebhabers gefunden habe. So viele Lebensjahre ohne eindeutiges Ziel. Ich habe mich wie ein Versager gefühlt, fast wie mein Vater. Naja, Mutter war auch nicht besser. Eine einfache, gewöhnliche Dienerin. Die Welt ist besser, seitdem ich sie wie ein Schwein niedergeschlachtet habe. Ist ja ein netter Junge. Erst da habe ich verstanden, was für mich wichtig ist. Aber da habe ich die Macht über den Kult der Lust übernommen. Also hatte Harriet ein uneheliches Kind. Zeit, der Linie des Blutes zu folgen. Zeit, die Sehne zu finden. Oh nein, lass mich raten, Amanda ist ihre Nachkommen, oder? Ihre Nachfahrin.
Wollte schon sagen. 16. Juni 2017. Es ist vollbracht. Ich habe die Urenkelin von Harriet gefunden. Ja, ich spüre es von ihr. Oder in ihr. Sie sieht die Essenz des Landes der Lust. Und sie ist sogar schwanger. Aber nein, das kann nicht das Kind von irgendjemandem sein. Mein Blut sollte die Welt von Lastergar betreten. Mein. Nun schläft sie ruhig. Sie ist so schön. Vielleicht sollte ich sie auf ein Date einladen. Oh, dieses Schwein, hey. Oh. Oh, ich hab's ja vollständig. Warte mal. War das jetzt der Kult der Lust? Nee. Was war das jetzt denn bitte? War das das mit den Jevertons? Ich schätze mal, ja. Die neue Sehende. Ah, das ist es. Der Sohn von Benedict, Willard Yelverton, hasst seit seiner Kindheit seine Mutter. Er tötete sie und wird, was? Wird, tritt dem Kult der Lust bei. Die Übersetzung, doch. Und tritt dem Kult der Lust, ach man, Kult der Lust, doch. Kult der Lust bei. Nach kurzer Zeit wird er zum Anführer gewählt. Willard nimmt wieder die Suche nach der Sehnen auf. Er findet einen Brief von seiner Großmutter an ihren Liebhaber. Aus dem Brief erfährt er, dass Harriet ein uneheliches Kind hatte. Willard kundet die Geschichte des Kindes und findet so die heute lebende Nachfahrin, Amanda Moon. Er beginnt sie zu verfolgen und bereits nach dem ersten Treffen spürt er die von ihr ausgehende Aura. Es stellt sich heraus, dass Amanda Moon die Fähigkeit von Harriet geerbt hat, die Essenz von Lastergar zu sehen. Ah, das ist doch kacke. Kein Wunder, dass sie haben wollten. Geh mal wieder, ja? Ich glaube, ich muss da lang. Was ist das? No, this is going crazy. Ich hatte keine Hörner, alles gut. Das war nur ein Lakai oder sowas. Ich glaube, erst wenn Hörner kommen, wird's gefährlich. Aber warum hat er sich selber kastriert? Also irgendwie, da hat er keine Geschlechtsteile mehr. Ja, weg. Husch. Futsch. Ein bisschen Schiss, dass mir was auflauert. Ihr Penner. Ihr seht das? Das ist ein Penner. How on earth? Why can't you just fucking die? This is the end, Jonathan. The end that I now understand. Kill me. But let him go, please. You still don't understand anything. And live in fear like an animal. But that's alright. You also shall know the end of the story. You just need time. Cut the bullshit. End it all. That's the plan. I came to say goodbye. I'm leaving forever. But I am leaving my idea in this world. It is eternal. Ideas are always eternal. What the fuck? Okay. So ist er mir lieber als... Ja, wenn er mich bedroht mit dem Messer. Ob Amanda überhaupt noch mit will, ist die Frage. Hast du den Schlüssel deinem Arsch oder so? Warte mal. Warum hat er sich jetzt umgebracht, dieser Vollhorst? Ich verstehe das nicht. Aber ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Ist mir doch egal. Was soll er machen? Wenn er denkt, es bringt ihm irgendetwas. Vielleicht ist er jetzt auch wirklich in der Welt verlastiger. Und warum hat die ihn angegriffen, wenn er auch der angebliche neue Gott ist? Mit Hilfe des Schlüssels geöffnet. Ja. Ich wette, sie ist nicht mehr dieselbe. Amanda, it's alright now. Everything's okay now. Come on, let's leave this place behind. Das willst du nicht wissen. I don't know what to say. Died.
Amanda. I'm sorry. No. It's my fault. Amanda, come on, please. We need to run. Let's get this over with. It's my fault. It's all him. Not how you think it is. Nothing is. Come on, forget all this crazy shit. It's over. I love you. Do you get it? We still have each other. Jonathan, I've done terrible things. He made you know that. No, Jonathan, I enjoyed it. I wanted it. Crazy, please, let's just go. I wanted it. Let's talk about this when we leave this damn place. Right now, no one thing. I love you, and nothing will change that. I went through another fucking dimension to stand before you now and tell you that. Let this not be wasted. Let everything we've been through not be wasted. We're close. Just a little more. Baby, what are you doing? Candles. Those fucking candles everywhere. It's time to give it a truly romantic setting. One this place deserves. Ach, wird ja auch mal Zeit, dass jemand diese blöde Bude abfackelt, oder? Warum hat sie das jetzt gesagt? Ich meine, das gibt überhaupt keinen Sinn. 2 Jahre später. Ich meine, sie hat uns ja kontaktiert und wollte ja hier raus. Wenn sie angeblich nicht weg wollte, war das ja alles hinfällig. Oh, ach, ich muss jetzt... Oh, okay. Ich dachte, jetzt kommt noch einfach ein Video oder sowas. Oh nein, Leute, jetzt ist doch irgendwas bestimmt mit... Hat sie vielleicht nochmal ein Baby bekommen? Und das Baby ist aber auch nicht normal. Wer weiß. Honey, I'm home. Was ist sie denn? Oh, guck mal. Oh, die haben schon ein Baby. Sleep, sweetie. Oh, das ist ja süß. Nicht, dass sie sich irgendwas angetan hatte. So ein bisschen Bammel, ich weiß auch nicht. Irgendwas muss noch sein. Hä? Wo ist sie denn? Gibt's ja gar nicht. Oh, ich könnte vielleicht doch mal wieder... Hallo. Ganz vergessen, ja. Videosequenz, da wollte ich nicht stören. Oh. Süß, oder? Ich finde das süß. Das kleine Knäuel da. Aber wo ist sie? Bin ich im Schlafzimmer? Irgendwas ist hier komisch. Vor allem das Kissen liegt auf dem Boden. Ich meine, das ist nichts Außergewöhnliches, aber... Stellt so ein bisschen... I'm starting to get used to these power cuts. Oh nein. Oh. Ein Glück. Dem Baby geht's gut. Ich habe schon Schiss gekriegt. Okay. Warum war die Tür eben zu? Ich habe die nicht zugemacht. Leute, ich habe echt Schiss. Ich will nicht weggehen von dem Baby gerade. Ach. What?
ersten Abschiedsbrief. Einladung. Lieber Jonathan, ich hoffe, dass du genau so wie ich unser erstes Date kaum erwarten kannst. Mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Du musst nur den Pfad der Liebe schreiten, über den Pfad der Liebe schreiten. Vor uns steht ein romantischer Abend. Amanda Moon. Is she joking? Die Frau ist schnell. Oh nein, Leute, das ist wieder Lastegar. LMAA, es ist er. Willis was right. Let's fuck. Okay. Also das wäre jetzt ganz schön plump. Ich hab's leiser gemacht. Also die Optik hat mir ziemlich gut gefallen. Also viel, viel besser als Agony beispielsweise. Die ganzen Backer von Kickstarter, das müssen wir jetzt ja auch nicht unbedingt sehen. Ich war nicht dabei übrigens, ich wusste gar nichts von dem Spiel. Oh. Ideas are always eternal. Verstehe es aber nicht ganz, was er gemeint hat mit der Idee. War Amanda gemeint? Angeblich war sie ja die, die es wollte. Aber warum wollte sie dann weg? Das meine ich, die Story war so richtig widersprüchlich leider. Und erst wurde so ein Mysterium aufgebaut mit Lastegar und dem Kult und dann auf einmal wurde es jetzt einfach so fertig. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte es mir etwas ausschweifender gewünscht. Jetzt nicht unbedingt sexueller, was man so an Bildern gesehen hat, weil das war, naja gut, zweckmäßig. Aber gut, Mittelmaß leider nur, Mittelmaß. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte es echt viel besser eingeschätzt vom Anfang an. Aber jetzt war es echt sehr abrupt auch fertig. Guti. Mir fällt nicht mal ein, was ich noch sagen kann. Das Video ist jetzt auch nicht unbedingt unter 10 Minuten oder so ein Quatsch. Deswegen habt ihr ein bisschen was zu gucken. Ihr könnt euch eure Gedanken machen und vielleicht in Worte fassen unter dem Video. Einfach mal was schreiben, was ihr so denkt über das Ende. Wie gesagt, würde mich ja interessieren, eure Meinung, ob ihr es gut fandet oder nicht so. Nun ja. Danke fürs Zusehen. Ich muss jetzt erstmal gucken, was ich als nächstes aufnehme für euch. Mir fällt es jetzt gar nicht so groß was an, weil ich noch auf Platte habe. Aber mal gucken. Ich finde schon was. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Macht's gut.